Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon mit erstmal was zu trinken einschenken, Deluxe. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren ersten mittleren Dungeon abgeschlossen. Und ja, wir brechen direkt auf in den Wald. Die Gruppe haben wir ja schon soweit. Kann ich eigentlich schon... Ne, hier kann ich nicht weitermachen, ne? Nein. So, da er ja sowieso mitkommt zum Boss, kriegt er schon mal abgegradet. Da er mitkommt zum Boss, kriegt er auch schon mal abgegradet. Da sie mitkommt zum Boss, kriegt sie erstmal abgegradet. Da sie einfach mit dabei ist, kriegt sie auch erstmal abgegradet. Und ihn kann ich gerade nicht upgraden, weil er nicht dabei ist. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Wald, holen uns Gepäck. Eine Bandage. Im Wald brauche ich auf jeden Fall mehr. Dann nehme ich mal 3 Bandagen mit. 2 Gegengifte. 3 Heilkräuter. 8-mal Food. 1 Stack Fackeln. 2 Schaufeln. Und 2 Schlüssel. Ja. Und wir nehmen noch 2 Weihwasser mit. Einfach weil wir es können. Und wir brechen auf. Ich kann nicht mehr wirklich nach Trinkets gucken. Also nach Schmuckstücken für meine einzelnen Leute. Bläh. Weil ich habe ja noch keine. Aber das ist behindert. Let us burn out this evil. Jo. So. Nice. Ihn versuchen wir erstmal zu betäuben. Oh shit. Confidence surges as the enemy crumbles. Stich dich ab. Und erstmal heilen. Oh oh. Gut. Schuss. Schade. Stich dich ab. Natürlich fängt sie an zu bluten. Pew. Bei dicken Gegnern merkt man schon, die nehmen die ersten 2 Plätze in Kauf. Weil sie kann zum Beispiel... Ne, die hinteren kann sich treffen. Okay, gut. Ich hab nichts gesagt. 50% Chance nur zu betäuben. Das ist ziemlich wenig. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Sehr schön. Bewegen nur 25% Chance. Jo, lul. Schließ. Blutenresistenz 0%. Kann man mal machen. So, dann. Schuss. Und er ist tot. So, hier brauchen wir eine Schaufel. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Yes. Eine Kiste mit einer Karte. Das ist arschig. Ja gut. Ich habe noch ein paar Kämpfe vor mir, was mir nicht wirklich gefällt, aber okay. Ektoplasma. Die muss ich beide wegkriegen. Schnellstmöglich. Another abomination cleansed from our lands. Okay, sehr gut. So, dann wird die erstmal betäubt. Oder auch nicht. Wird das Licht wieder angemacht. Dann wird sie halt betäubt. Entsetzliche Beschwörung. Ja. Schuss! Yeah. Bei einem Aushängen. Muss man meinen Schlüssel da weglegen. Der nervt mich. Yo.
match is struck. A blazing okay, sie war schon dran. Ching. Ja. Ne? Okay. Schlitz. Okay, nächster Raum. Eine Pilzfalle. Ja. Er hat ein bisschen zu viel Stress, aber mal gucken, ob es hinkommt. Ein Baumstumpf. Jetzt muss ich sogar noch weiter runtergehen. In den Wald. In dem Baumstumpf möchten wir ein Gegengift benutzen. So. Die schon wieder. Wenn du einen killst, wäre das geil. Sauber. So. 6 bis 11 mit Glocken. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Bluten bitte. Dankeschön, der ist auch tot. Oh oh. Shit. Genau deswegen hasse ich Ektoplasma. Die können sich nämlich gegenseitig wiederbeleben. Und wenn man Pech hat, verschmelzen die sogar miteinander. Gut, ich bin sogar eher zuerst dran. Yeah. Tote Pit. Ja, easy. Eine unverschlossene Truhe. Moment. Eine Unlocked Box. Nichts benutzen. Kann Gift rauskommen. Du hast Gift 40%, 40%, 40%, 40%. Oder machst du auf? Der Inhalt gehört dir. Nehme ich. So. Jetzt ein bisschen doof, dass ich hier zurücklaufen muss. Guck mal, hier ist eine Falle aufgeploppt. Das kann auch mit einem Kampf passieren. Obwohl wir hier schon lang gelaufen sind. Please. Dankeschön. Snoop. Und wir gehen weiter. 90%. Du hast 4 Stress. Du hast viel mehr. Fuck. Jo. Leichenhaufen. Da musste ich doch, glaube ich, Bandagen benutzen, oder? Oh, ich bin zu weit gegangen. Warte mal, ich habe falsch geguckt. Hier bin ich. Genau, Bandagen. Und mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, den Bounty Hunter mitzunehmen. Goddammit. Ich dachte, ich habe... Egal. Nicht der letzte sein, den wir gesehen haben. Und wir haben auch, glaube ich, sowieso nicht genug Platz. Oh, guck mal, Food. Sauber. Nehmen wir mit. Mensch, also ich muss sagen, das war schon ein großer Scout. Ey. Ich muss meine Heldenplätze mal upgraden. Oh shit. Nein. Minus 5 Prä. Jetzt müssen wir die Maden weg. Be gone, Fiend. Be gone, Fiend. Ja, komm. Wow. Natürlich. But the victory nonetheless. Yay. Geld nimmt man immer gerne mit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist gut. Aber eigentlich müsste man an den Dingern benutzen ein Holy Water.
Und dann würde man einen, achso, gut, mit dem Holy Water würde man einen zufälligen guten Perk kriegen. Also hat's geklappt, so wie es mit heiligem Wasser sein sollte. Also ein Raumkampf wird definitiv noch da sein. Oh, du birgst die unbenutzte Fackel. Eigentlich kannst du auch mal was fressen. Noch eine Fackel, what the fuck? Hätte ich gar keine Fackel kaufen müssen. Ja. Okay. Okay. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Fuck. Sehr gut. Sehr gut. Ich stress kann. Oh nein. Dieser Angriff macht viel Schaden, wenn wir gemarkt sind. Aber auch so. Ja, okay, gut, viel Schaden, das geht ja noch. Fresse! Gut. Fresse! Sehr gut. Ähm. 75% Chance zu betäuben. Nehmen wir hin. Monster mit hoher Abwehr. Genau, die haben 33 Abwehr. Heißt, die kriegen 33% weniger Schaden. Juckt mich aber ehrlich gesagt wenig. Warum ich den angegriffen habe, ist ganz einfach. Ich will, dass die vorne stehen bleiben. Und deswegen war das so. 20% Chance, Bluten zu widerstehen. Wir machen den vorderen jetzt weg, weil der hintere ja noch betäubt ist. Hoffen, dass wir ihn wegkriegen. Vier bis acht. Aber er blutet ja noch. Cool, der ist tot. Nice. Piu. Great is the weapon that cuts on its own. Hier. Schlitz. Und die Wunde nochmal schön zugeprügelt. Geil, nochmal ein Gegengift gekriegt. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Oh, Doggy. Doggy ist zuerst dran. Oh, nevermind. Die haben einen Arsch voll Geschwindigkeit und die sind eklig. Das Problem bei denen ist, die erstens machen die, glaube ich, Gift. Zweitens können sie die Position vermischen, wenn ich mich nicht irre. Das, da könnte ich falsch liegen. Und sie marken einen, was ihn wiederum Rent for the Markt macht. Und ja, das ist nicht gut. Peng. Impressive. Das hast du nicht kommen sehen, ne? Hab ich in der Tat nicht. Sehr schön, er ist ja schon mal weg. So, den machen wir mal langsamer. Und du betäubst ihn bitte. Das ist ein bisschen weird, weil normalerweise hat der die Vestalin einen Kolben in der Hand. Hier sieht's aus, als würde es einen aufs Licht beschwören. Schon ziemlich cool. Okay. Schuss. Pilzartillerie. Okay. Nice. Bam. Oh. Ja, geh immer auf die einen selben. Jetzt sollte ich vielleicht eine Bandage benutzen. Weil könnte ich, muss ich aber nicht. Wir schlitzen mal den Hund auf. Es klingt voll assi. Ich kann die Blutung nicht stillen. Gott, ich blute. Hier kriegst du Heilung. Gott, ich blute immer noch. Schlitz, bluten,
Perfekt. Oh, nochmal eine schöne Gruppenheilung durch. Nochmal buffen. Wir wollen aber nicht raus. Was brauche ich mit dem Sarkophag? Brauchte ich da auch gegen nichts? Nix benutzen. Really? Also da kann nur positives Zeug drin sein. Oh, nehme ich gerne. Ja, komm, geh mal noch lang. Die Kiste kann man noch mitnehmen. Vielleicht ist ja was Wertvolles dran. Und es ist wirklich ein Beutel. Der leer ist. Ja, nice. Nice. Und alle kriegen was. Egomanie, besessen von Selbstverehrung. Ja. Das ist schlecht, das muss weg. Plus 3% Crit bei Lebenspunkten unter 50. Das ist ganz okay. Schlechter Spieler. Ja, gut, im Wald werde ich zum Meereshöhlentaktiker, das ist definitiv wahr. Nicht. Der Flagge Land. Einige glauben, dass nur eine Unmenge an Blut und Leid die Krankheit im Land heilen kann. Hier ist jemand, der seinen Teil dazu beiträgt. Nice. Kleptomane ist weg. Sehr schön. So, was haben wir drin? Da ist die Abom. Den will ich auch mit drin haben. Mit Skin. Das ist nämlich ein Rabe, anstatt einem... Was war das denn? Ich hab noch... Ach, der hat, glaube ich, 5 Farben oder was. Egal. Den nehmen wir definitiv mit. Wir haben keinen Platz mehr. Und ich möchte eine Antiquarin haben, weil die ist gut zum Geld mitnehmen. 20% Heilfähigkeiten, wenn im Lager. Minus 1 Geschwindigkeit. Schaden ist mir egal. Ja, dann nehme ich die mit, weil heilen ist mir scheißegal. Da haben wir noch einen Okkultisten. Das ist verdammt eklig. Nehmen wir aber auch mit. Jo. Jetzt kann ich mich wenigstens hier den Unhold mitnehmen. Mit dem Okkultisten als Heiler. Denn... Ja, die Kreuzfahrer und die Vestalen gehen mit dieser, mit dem Ding hier nicht mit, was ziemlich doof ist. Verringert die Behandlungskosten. Hä? Hat man hier die Räume, oh lol, egal. Warnungskosten sind ganz gut, wenn die unten sind. Wer hat da was Dummes gekriegt? Ey, hier, ne? Das Nachtaktiv muss weg. Was hat er denn? Bei ihm sollte ich jetzt vielleicht schon anfangen, eins zu locken. Oh, nee, will ich aber nicht. Mach mal das hier weg, weil das ist nicht gut. Minusgeschwindigkeit, nicht gut. Was haben wir hier drin? Kostet ja nur 25.000. Können wir Gilde verbessern? Jo, nice. Nehmen wir doch direkt mal mit. Bringen die Ausbildungskosten, brauche ich jetzt nicht. Dafür ist mir anderes erstmal wichtiger. Ja. Gut, schicken wir die Leute mal zum Stressabbau. Wir sortieren mal nach Stress. Gut, muss nur die gute Rikona mal weg. Hier. Ich werde meine Gedanken sanft berühren und sie dann loslassen. Tu das. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, es ist noch ein bisschen Zeit. Ja, den Boss will ich nicht machen. Boss-Dungeons sind grundsätzlich Mittel, mindestens. So. Die Vestalin hier nehmen wir definitiv nicht mehr mit, weil die ist schon Level 2. Und wir wollen sie auf keinen Fall Level 3 haben, weil sonst kann sie hier nicht mehr rein. Wen nehmen wir denn noch mit?
würde ja mal gerne die hier mitnehmen, aber ich habe halt keine Namen für die. Wie nennen wir denn die Antiquarin? Die kann halt nichts. Die kann wirklich nichts außer Geld machen im Dungeon. Können wir die denn benennen? Eigentlich. Das ist echt ein bisschen weit hergeholt. Aber das ist die Tante Emma. Der Grund dafür, wenn man eine Antiquarin mitnimmt, sollte man auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie gecarried werden muss, weil die kann nix. Nichts kann die. Der Vorteil von ihr ist halt lediglich, wenn man mit ihr die ganzen Beutekisten aufmacht, kriegt sie eine Antiquarität raus, die Geld wert ist. Das ist das Einzige, was sie kann. Geld machen. Wie so eine, wen kann man noch mitnehmen? Ihn hier? Gut, in die Ruinen gehen will ich jetzt halt dann auch nicht gehen. Labyrinth. Kreuzfahrer. Das ist... Ja. Antiquarin. Ausweichen plus 10. Ja. Chance auf Bewegungsfähigkeit. Chance gegen... Als erstes mal machen wir mal den hier. Dingeling-Dong-Dong macht's gerade immer noch. Meereshöhlen. Ja. Nehmen wir das hier einfach. Ist ganz okay. Dann nehmen wir ihn hier noch mit. Brauche ich aber noch. Nee, warte, stopp, ich brauche einen Heiler. Da muss er mit. Da kann ich eigentlich ihn hier auch mitnehmen. Glaubt daran, von Dämonen beseelt zu sein, darf im Dorf nicht meditieren. Ja, okay, gut. Das macht ja irgendwo Sinn. Wie nenne ich den denn? Ich weiß es nicht. Aber er hier, ich glaube, einen Namen für den habe ich. Oder? Ich weiß es nicht. Egal. Ich hätte mir mal ein paar Namen noch überlegen, für die, die noch fehlen. Warte mal, das ist er hier. Schick mir die mal nach unten. Kann ich das hier nicht machen? Muss ich das hier machen? Den schiebe ich nach unten. Er muss noch nach unten. Der Rest hat ja schon Namen. Da würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein Tempel machen, noch ein Dungeon machen, aber aufgrund dessen, da mir keine Idee einfällt von den Namen her, muss ich das ein anderes Mal tun. Aber ich kann auch die Gruppe zusammenstellen. Ich könnte ihn tatsächlich an zweite Position stellen. Das könnte ich wirklich tun. Weil der macht auch nicht wenig Damage. Das darf man nicht unterschätzen. Ihn dann an erste Stelle. The Lost and the Damned. Alles klar. Holy shit, ey, mit einer Antiquarin. Naja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich werde wahrscheinlich die berauschende Schwan noch mitnehmen. Die kann, Alter, das ist furchtbar, die kann nichts. Vorsichtiger Stich. Alter, die macht 3 bis 5 Damage. 3 bis 5. Da macht selbst der Heiler mehr. Ja? Ja, gut, die alte Funzel sehe ich auch gerade, hat Kackspells. Egal, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.